Ein schon etwas komplexeres Beispiel zur Knickung ist das vorliegende Verbindungsstück einer Schmiedemaschine. Dieses ist laut Skizze an den Gabeln von vorne und von der Seite unterschiedlich gelagert. Wir müssen also aufgrund der unterschiedlichen Geometrie des Bauteils zwingend beide Schnitte berücksichtigen und können erst anschließend entscheiden, welche Berechnung die relevante ist. Außerdem ist in diesem Fall ein Knicksicherheitsfaktor FS zu berücksichtigen. Vielleicht kurz skizziert. Ich schneide mehr oder weniger den Teil, der wichtig ist für die Knickung, groß raus. Lege da ein Koordinatensystem rein. Da nach hinten habe ich, glaube ich, X. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig herum. Y. Und ja, sollte stimmen. Damit von oben drauf geschaut, ist es ein Rechteckquerschnitt mit Y, X, Breite B, Höhe A. Und der hat natürlich um die einzelnen Achsen unterschiedliche Trägheitsmomente. Nämlich, wenn man den einen Fall anschaut, der von vorne aufs B drauf, der da, ja, genau, das ist der linke, das ist vorne und das ist von der Seite, steht eh oben im Text. Dann rechnen wir mal die Trägheitsmomente aus, nämlich das Trägheitsmoment von vorne gesehen. Da ist das Y relevant. Wenn Sie auf diesen Querschnitt da drauf schauen, dann wird es um das Y die Biegung vollführen. Damit braucht man das Trägheitsmoment um Y. Das ist A der dritten B12. Das sind 8 mal 10 hoch 4 mm der vierten. Und von der Seite ist genau umgekehrt. Da wird die Biegung um x passieren. Oder die Knickung. A, B der dritten Zwölftel. Das sind 1,125 mal 10 hoch 4 mm der vierten. Und jetzt muss man nur noch schauen, oben von vorne, was haben wir von vorne für einen Einspannfall? Zweiter Fall, ja, beidseitig gelenkig. Also ist LK gleich groß L wieder. Und der andere ist der vierte, genau. Zweifach eingespannt. Also groß L halbe, ja. Und dann schauen wir uns an, naja, was kommt da jetzt raus für die kritische Knicklast. F kritisch, ich mache es damit so ein V, für von vorne gesehen, ist Pi Quadrat E, das IY ist da das Wichtige, durch Groß L Quadrat, wenn wir gleich das LK einsetzen, liefert 460,6 kN. Und das zweite, machen wir da S her als Hochzahl geklammert, liefert dann analog Pi Quadrat E Ix und ein halb L Quadrat, also L Quadrat Viertel machen wir gleich draus. Das sind 259,1 kN. Jetzt ist nur noch die Frage, was ist jetzt der relevante Fall eigentlich? Auf welchen lege ich jetzt aus? Auf den von vorne oder von der Seite? Auf den, wo die kleinere Kraft bereits Knickung hervorruft natürlich, ja? Genau. Das heißt, das hier ist der relevante Fall. Und dann haben wir ja noch einen Sicherheitsfaktor gegeben. Das heißt, ich kann mir eine Last P ausrechnen mit dem Sicherheitsfaktor, die das F kritisch von der Seite gesehen dividiert durch den Sicherheitsfaktor sein muss. Das sind dann 148 kN gerundet. Und auf die kann man die Maschine auslegen, also mit der darf man es belasten. Und wiederum überprüfen, ob der Schlankheitsgrad größer als der Grenzschlankheitsgrad ist.
was man an und für sich ja vor der Rechnung auch machen könnte, weil wenn es nicht funktioniert, braucht man gar nicht rechnen anfangen. Das ist eine Überlegung wert, dass man das nicht am Schluss macht. Aber auch hier bitte aufpassen, brauchen Sie das Trägheitsmoment für den relevanten Fall, nämlich das IX. Weil das IY liefert sich einen anderen Schlankheitsgrad. Die Fläche ist eh die ganze Fläche. Das ist 69,3 in dem Fall. Und der Grenzschlankheitsgrad für das Material, Sigma F wieder, ja, ist 54,4. Also das geht sich noch aus. Damit sollte das Ergebnis stimmen.